Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Roomtour. Ich stehe hier bei Carman Davis und habe hier so einen schnucklichen kleinen Kasten gefunden. Der kann 4x4 und zwar stehe ich hier bei Carman beim Dexter 4x4.de 560 AW. Und das ist ein Kastenwagen mit einer Gesamtlänge von 5,98 Meter mit einer Breite von 2,06 Meter. Das Ganze auf Ford-Basis und mehr dazu kurz nach dem Intro. Und hier ist das gute Stück, ja, also 6 Meter, und das Fahrzeug ist in meinen Augen absolut alltagstauglich. Ja, wir haben 130 PS, haben ein Ford Chassis und da gehen wir mal gerade vorne rum. So sieht er dann von vorne aus, mit Allrad, 5 Jahre Garantie, kosten nur 888 € extra. Ich würde sagen, schauen wir uns den mal ganz kurz an. Ja, die Länge absolut in Ordnung, da findet ihr selbst in der Stadt noch einen Parkplatz. Außendesign ist okay, ist halt ein Ford, muss man sagen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal hinten an beim Dexter und machen hier mal die Hecktüren auf und arbeiten uns von hinten nach vorne. So, einmal die Tür auf, zweimal die Tür auf. Und wir sehen hier, wir haben hier keine Längsbetten, wir haben hier Querbetten. Und haben dann hier einen Keller in der Heckgarage. Und das heißt, wir können hier einmal Sachen drauf tun, hier unten einmal Sachen drauf tun, können aber auch das Brett raus tun hier und können dann auch was Größeres laden. Das Ganze funktioniert. Wir können den Lattenrost hier hochklappen. Das funktioniert auch, um noch zusätzlichen Stauplatz zu generieren während der Fahrt, wenn wir unterwegs sind oder einfach mal ein Fahrrad laden wollen. Wir haben hier einen Anschluss für eine Außendusche. Und in diesem Schränkchen hier befindet sich der Anschluss für eine 11 Kilo Gasflasche. Da machen wir mal wieder zu. Wir haben hier oben ein kleines Schränkchen und da würde ich sagen, gehen wir einfach mal innen ins Fahrzeug rein. Wenn man so als Single unterwegs ist oder halt als Pärchen ohne Hunde, kann ich mir das echt super vorstellen. Ja, also ich habe hier eine gute Stehhöhe, gefällt mir gut. Klar, es ist ein kleines Fahrzeug, es hat 6 Meter, aber dafür wendig. Und wir gehen erstmal hinten weiter und gucken uns mal hinten nochmal an, was unter dem Bett ist. Es sind jetzt keine Matratzen drauf, damit man da mal einen Blick hat hier unten drunter. Hier haben wir Elektro und hier haben wir Stauraum. Der ist schon recht ordentlich für so einen kleinen Kasten. Und auf der anderen Seite haben wir auch richtig viel Stauraum. Also da passt was rein, da könnt ihr auch Ordnung halten in dem Fahrzeug. Die Hecktür lässt sich auch auf jeder Seite öffnen. Das ist überhaupt kein Problem. Da sind nämlich auch Türgriffe vorhanden. So, da muss ich mich mal jetzt ein bisschen hinsetzen. Und da haben wir ein Schränkchen hier nebendran. Und das ist mal tief. Also, ich habe mir mal einen Kasten angeguckt, den ich mir konfiguriert habe. Ich glaube, der hatte weniger Platz. So, da oben haben wir dann zwei Hängeschränkchen. Da passt also auch was rein. Und da oben haben wir dann auch noch so eine kleine Ablagefläche. Und so, da haben wir auch noch ein Schränkchen und richtig Platz für Klamotten oder anderes. Haben eine Softlos-Funktion, verriegelt sich automatisch. Genauso verhält es sich hier auch. Und dann haben wir hier auf der Kopfseite des Bettes, und hier würdet ihr dann im Endeffekt auch schlafen, haben wir hier auch dann so kleine Taschen, wo man dann Handy reintun kann, Zeitschrift reintun kann, Tablet reintun kann. Wir haben hier ein kleines Fach und das ist perfekt, finde ich, für so eine kleine Kaffeemaschine, für so eine kleine Kapselmaschine. Absolut gut durchdacht. Und unten drunter, da muss ich mal gucken, dass die Kamera das Ganze auch einfängt, haben wir auch ein Schränkchen. Und zwar ist das ein Apothekerschränkchen. Das finde ich immer sehr schön, wenn sowas in einem Fahrzeug ist. Da kann man dann auch Gewürze, Öle, Essig und so weiter reintun. Ja, wir fangen ja weiter von hinten an. Hier haben wir einen Spiegel, das ist der Olli, grüßt euch. Dann haben wir hier auch noch einen Haken für Jacken. Wir haben hier oben eine kleine Dachluke und haben da überall hier indirekte LED-Beleuchtung. Da sind wir schon bei der Heizung. Die Truma Kombi 4 müsste das sein.
iNet-Steuerung. Hier haben wir das Bedienpanel. Und dann sind wir ja schon bei der Küche. Hier haben wir dann im Endeffekt ein Fach zum Beispiel für Spülmittel oder man kann auch eine Zeberrolle da reinlegen, wie auch immer. Wir haben hier einen schönen Einarmwischer. Ja, gefällt mir gut stylisch. Das Spülbecken ist sehr tief, da kriegt man aber auch mal einen großen Topf sauber. Und das ist jetzt mal nicht das typische Holz als Arbeitsfläche, sondern das ist so Glas. Und hier haben wir dann auch einen Zwei-Flammen-Gasherd, mal in einem etwas anderen Style. Wobei ich mich natürlich frage, kriegt man das auch richtig sauber, das Ganze mit Piezo-Zündung? Ja, das Ganze funktioniert. So, dann muss ich mal ganz kurz ins Badezimmer rein. Wir haben hier Lichtschalter ein, aus. Wir haben hier eine große Schublade mit Softclose-Funktion, noch eine große Schublade. Das Ganze kann man verriegeln, dass diese Schubladen während der Fahrt nicht aufgehen. Haben hier dann auch noch eine große Schublade. Und dann muss ich wieder die Position wechseln, weil es ist halt schon klein. Wir reden hier von einem Fahrzeug von 6 Metern. Aber kleines Raumwunder ist es schon jetzt, was den Stauraum betrifft. Hier vorne direkt haben wir einen Dometic-Kühlschrank, den wir mit den beiden Anschlägen in jeder Richtung öffnen können. Von außen, wenn ihr ein kühles Bier wollt. Von innen, wenn ihr jetzt halt einfach die Kaffeemilch haben wollt, wenn ihr hier drin Frühstück zum Beispiel. Wir haben hier ein kleines Eisfach mit drin. Und das ist echt absolut vollkommen in Ordnung. Das ist ein Kompressorkühlschrank. Und ja, würde ich sagen, kommen wir jetzt einfach mal zum Badezimmer. Wir haben hier eine Lamellentür, was den Charme hat. Und die geht sehr leicht, sehr, sehr leicht. Was den Charme hat, dass man hier keine Tür nach außen aufmachen muss, weil ich glaube, platztechnisch würde das hier nicht funktionieren. Heißt, wir sparen hier wieder Platz und die ist echt leicht. So, dann haben wir eine Stratford-Toilette, die ist schwenkbar. Wir haben hier einen sehr großen Spiegel und da bin wieder ich, Hallöchen. Wir haben hier eine Toilettenpapierhalterung, hat man nicht immer in so einem Kastenwagen, kann ich aus Erfahrung sagen. Hier oben haben wir eine kleine Ablage. Hier haben wir dann das Waschbecken, das ist klappbar, gefällt mir gut, weil in so einem kleinen Fahrzeug, wie gesagt, muss man natürlich auch platztechnisch sich ein bisschen einschränken. Aber die Lösung hier mit diesem Klappwaschbecken finde ich absolut praktikabel. Kommen wir mal zur Dusche. Hier ist sogar eine separate Dusche mit drin, ohne dass die Toilette nass wird. Ja? Da gehe ich mal ganz kurz mit euch rein, dass ihr das Ganze mal seht, wie viel Stehhöhe ich da oben noch habe. Alles super, aber wenn ihr duschen wollt. So, ich habe jetzt mal die Dusche komplett zugemacht und wir sehen, da muss ich mal die Kamera so nehmen, es wird nichts anderes feucht oder nass. Und hier ist dann die Duschbrause, die müsst ihr natürlich in die Hand nehmen, ja, weil wir haben ja natürlich einen Kasten von 6 Metern, aber das ist alles sehr gut gelöst. Wir können sie auch drehen, finde ich super, man kann auch mal in die Hocke gehen. Ja, wir haben hier den Einhebelwischer hier unten. Über mir haben wir ein kleines Dachfenster, das bedeutet aber auch, dass die Feuchtigkeit nach außen sinken kann. Hier könnt ihr dann ein bisschen durchlüften. Und haben hier dann auch eine LED-Leuchte, die man hier betätigen kann. Helligkeit ist hier genug. Ich würde sagen, mache jetzt mal wieder die Dusche zusammen. Das geht ganz schnell. Und dann machen wir die Tür wieder auf. Boah, so, bin wieder draußen. Klar, alles beengt. Aber findet mal einen Kastenwagen, der so eine coole Dusche hat mit 6 Metern. Ja, also einfach Respekt. So, dann haben wir hier oben noch eine sehr schöne Ablagefläche. Und auch mit einem kleinen Gitter vorne dran, damit die Gegenstände, die da oben sind, wenn ihr in die Kurve fahrt, nicht rauspurzeln können. Wir haben hier eine Fliegenschutzgittertür. Und so kommen auch keine bösen Viecher rein, die euch dann irgendwo pieksen oder stechen. Ja, das finde ich toll. Und ja, würde ich sagen, kommen wir einfach mal zu Dinette. Wir haben hier Platz für 4 Personen zum Sitzen, auch wenn es ein bisschen beengt ist. Aber der Tisch, der klappbar ist, ist natürlich ein kleines Raumwunder in Anführungszeichen, weil wenn ich nur zu zweit reise, reicht mir das locker. Wenn ich mal Besuch bekomme, ja, dann gehe ich hin, klappe den ganzen Tisch um, kann den natürlich auch hier noch verlängern und ausziehen. Das lasse ich jetzt aber sein, weil er schön dekoriert ist. Ja, wir haben hier sehr bequeme Kunstledersitze und Karman Mobil ist hier eingearbeitet ins Kunstleder. Wir haben hier ein schönes kleines Fenster. Wollen wir da mal gucken, wie die Sitze sind? Ja, die sind ein bisschen weicher. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass sie unbequem sind, ja, und ich sitze da drauf ganz gut. Über der Dinette haben wir dann ein kleines Schränkchen mit 2x USB-Anschlüssen und oben drüber haben wir auch mal noch ein kleines Fach. Da nehme ich mal die Kamera und gehe mal mit euch rein, so für Sachen, die man nicht alltäglich braucht.
Und ja, kommen wir jetzt einfach mal zu den Pilotensitzen. Die sind auch mit Kunstleder bezogen. Kunstleder habe ich so meine eigene Meinung. Ich weiß nicht, ob die alltagstauglich sind, so für Jahre über geeignet. Aber bequem sind sie auf alle Fälle. Ja, also man sitzt hier nicht irgendwie in irgendeiner Art blöd, sondern ich finde die echt ganz kuschelig. Und ja, wir haben hier ein Ford Chassis. Ja, also das Basisfahrzeug hier ist auf einen Ford. Und da gibt es so viele Berichte im Internet, aber wir schauen uns mal ganz kurz so ein bisschen das Cockpit hier an. Alles übersichtlich, klar, wir haben jetzt hier kein Navigationsgerät drin. Können uns hier dann ein Tablet reinmachen, zum Beispiel. Haben hier dann Rückfahrkamera etc. hier drin. Und ja, Ablagefläche hier oben haben wir genug, 12 Volt Anschlüsse. Und wir haben natürlich... hier kein Automatikgetriebe, wir haben hier ein Schaltfahrzeug, aber ihr habt hier 4x4, das heißt, ihr kommt hier überall durch, ja, also Schnee, Schlamm, in gewissermaßen, ja, würde dem Fahrzeug hier nichts ausmachen, da würde der echt super durchkommen, weil wer einmal Allrad gefahren ist, will es im Endeffekt nicht mehr missen und das werde ich auch irgendwann mal hoffentlich haben, dass ich mal in den Genuss komme, einfach mal so ein bisschen Allrad zu haben, da bist du im Gelände noch ein bisschen spontaner und kommst noch an Ecken, wo vielleicht kein anderer hinkommt, ja, also ich finde es eigentlich... ganz schnuckelig, dieses Fahrzeug. Ich würde mal sagen, gehen wir mal raus, gucken uns mal die Basisdaten an. Länge 5,98 Meter, Breite 2,06 Meter, Höhe 2,79 Meter, absolut in Ordnung. Und ja, wir haben das Paket Allroad hier drin, das heißt Allrad, Heizung Kombi D4 haben wir hier drin. Polsterstoff ist Capri. Und ja, so wie das Fahrzeug hier steht, kostet es 69.585 Euro. Jo, ist eine Hausnummer. Aber ich meine, dafür habt ihr auch 4x4 und ich denke mal, dass die Lieferzeiten von einem Ford nicht so hoch sind jetzt wie die von einem Fiat Ducato. In allem ein sehr schönes Fahrzeug, auch wenn ich sagen muss, dass mir jetzt vielleicht das Cockpit vom Ducato besser gefällt als vom Ford. Ja? Aber das muss jeder für sich entscheiden und ich finde, sehr gelungen. Wir haben hier Ford-Felgen, Alufelgen mit 16 Zoll Bereifung. Wir haben eine elektrische Drittstufe hier. Ja, also eigentlich gibt es jetzt bei diesem Fahrzeug nicht viel zu meckern. Für die, die den Platz nicht brauchen und das Fahrzeug hier ist ja klein und es hat aber so ein kleines Stauwunder in den Schränken da drin, ja, ist es vielleicht das Ideale. Ich hätte es euch gerne gezeigt, wenn ich auf dem Bett noch liegen könnte und hätte euch mal zeigen können, ob der Platz ausreicht. Aber ist halt nicht gegeben. Egal. Ich finde, das Fahrzeug ist für ein Single oder für zwei junge Leute, die einfach so einen Offroad-Trip machen wollen, absolut geeignet. Preislich gesehen, ja, ist auch okay. Ich meine, es ist ein Fahrzeug unter 70.000 Euro und denke ich mal, das Ganze ist noch vertretbar. Und das war's jetzt mit meiner Fahrzeugvorstellung zum schönen Karmann Dexter 4x4 DE 560 AW. Und schönes Fahrzeug und ich bedanke mich auf alle Fälle mal fürs Zuschauen. Wenn ihr es ja getan habt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, verpasst ihr kein neues Video mehr und ich sage jetzt einfach ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal.